Ja, hallo ihr Lieben, ich habe neulich ein Bild auf Facebook gesehen. Da wurde Werbung gemacht für ein Poster. Ich habe mir gedacht, das Poster sieht schon geil aus, aber viel geiler wäre es doch, wenn das auch wirklich leuchtet. Da ich handwerklich absolut unbegabt bin, fahre ich jetzt zu meinem Kumpel Willi und der hilft mir dabei, das Ganze zu bauen. Also, ich würde sagen, wir fahren mal los. Ich bin angekommen beim Willi und wie ihr sehen könnt, da ist er auch schon. Denn ja, ich bin handwerklich nicht so begabt und wie bei Willi schon auf dem T-Shirt steht, wenn er es nicht reparieren kann, dann sind wir hoffnungslos verloren. Ja, wir bauen unser Projekt. Wir bauen quasi ein bisschen was, nennen wir es Nachttischlampe. Wir haben auf dieses Balsaholz haben wir uns jetzt die Silhouette der Minifigur vorgezeichnet, beziehungsweise ausgedruckt. Wir haben hier so ein bisschen drauf gemalt, welche Linien wir jetzt gleich ignorieren, weil wir waren sparsam. Wir haben nur diese Meterschnüre geholt. Die sind ganz cool, also leuchten tun sie ein bisschen was. Man sieht es zumindest. Und wir markieren uns jetzt gleich Punkte und werden da Halterungen festschrauben bzw. Löcher bohren, um dann eben, wie man hier sehen kann, diese Technikstifte durchzuschieben. Und da kommt dann nachher die Schnur dann eben durchgefädelt und dann wird es von hinten nochmal mit Heißkleber fixiert. Das ist zumindest der Plan für heute. Wir werden mal schauen, ob und wie das Ganze funktioniert. Und das ist auch. Was ist? Ja. Ich höre einen Ohrwurm. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben schon mal blau auf jeden Fall drin. Willi, schalt mal ein, damit wir hier mal zeigen können. Ja, Schalt ja. schon ein. So, also wie ihr seht, oder auch nicht, weil schwarz, blau ist gar nicht Ach, eingesteckt. das ist gar nicht angeschlossen. Moment, das können wir ändern. Genau. So, jetzt kann man sehen, blau ist eingesteckt und rot ist auch schon da. Wir bekommen aber die. Oh, da kommt Strom raus. Ja,
Weil wir haben die Kappen nämlich abgemacht, damit wir entsprechend die Kabel durchfädeln können. Und wie man jetzt live gesehen hat, ist da gut Saft drauf. Dabei sind nur zwei AA-Batterien. Aber okay. Ja, was wir jetzt machen müssen, ist, damit wir die Form wieder richtig hinbekommen, nehmen wir jetzt so Holzstäbchen, die sprühen wir dann nachher schwarz an und werden dann halt gucken, dass wir im Prinzip die Silhouette so ein bisschen unterstützen, weil die Halterpunkte, die wir gemacht haben, die reichen uns nicht ganz. Das sieht nicht so schön aus, wie wir das gerne hätten. Deswegen machen wir jetzt da mit diesen Stäbchen noch so ein bisschen was Punkte über die Schnur laufen muss, damit das Ganze dann am Ende schöner ist. Und wir haben die Schutzkappen jetzt wieder drauf gemacht, ne? Weil Strom drauf und so. Weißt du Bescheid? Ne? Willi will's wissen. Ja. Ja. In diesem Sinne, au. So, der Willi bestückt jetzt gerade unsere Voodoo-Puppe. Wir haben nämlich festgestellt bzw. entschieden, dass es cooler ist, um den Torso so ein bisschen besser zu gestalten, wenn wir mit diesen Holzstäbchen arbeiten, um dem nochmal so ein bisschen was die Shape zu geben. Weil, sollen wir es mal zeigen? Steck Ja, erstmal ein. ich stecke erstmal ein, genau. Weil so bekommen wir dann einfach ein bisschen was mehr die Kontur hin und am Ende dann halt auch entsprechend, wenn es leuchtet, dann sieht es schicker aus nach Lego-Torso. Und wir zeigen euch das jetzt mal, weil das sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig cool aus. Achtung. Jetzt ist schon mal an. Wir sehen noch nicht viel, aber der DJ macht jetzt mal das Licht aus. Und wie ihr seht, sieht das jetzt schon richtig cool aus. Man erkennt auf jeden Fall die Form. Wir sind jetzt gleich dabei, den Kopf dann eben noch zu gestalten. Aber bisher sind wir schon sehr zufrieden, wie das Ganze so aussieht. Man erkennt die Hose, die Beine, den Torso. Und die Stäbchen werden nachher noch schwarz dann anlackiert. Du kannst das Licht wieder anmachen. Die Stäbe werden schwarz lackiert, damit die eben entsprechend nicht mehr auffallen, wenn das dann leuchtet. Und dann dürfte das Ganze gut aussehen, würde ich sagen. Oder was sagst du, Willi? Also ich finde, sieht gut aus. Ich bin eigentlich voll begeistert. Wenn wir das mit dem Kopf noch super hinkriegen und wir kriegen die Arme schön hin, dann wirkt das auch schön in der Dämmerung am Bett, wo auch immer man das aufstellt. Wir machen uns dann jetzt noch mal ein bisschen weiter und schauen dann mal, wie das dann so wird. Und ja, Finger ist wieder gut. Also machen wir jetzt weiter und Kappe drauf. Kappe Kappe drauf, drauf. ganz Immer wichtig, Kappe drauf. Kappe drauf. So, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt unsere Voodoo-Puppe fertig. Wir haben so einen kleinen Denkfehler beim Fädeln gehabt. Aber da wir das Ganze sowieso nachher noch mal auseinandernehmen müssen, um das noch schwarz zu folieren und sowas alles, ist der Step jetzt erstmal fertig. Und Willi, gibst du mir die Ehre und schaltest noch einmal das Licht aus? Ich schalte erstmal hier ein. Okay, schalte ein. Und dann machen wir dem Licht aus. Und voilà. Also die Hände kann man, wenn das später dann alles richtig fixiert ist, nochmal ein bisschen ausformen, damit das vielleicht ein bisschen schicker aussieht. Aber ansonsten würde ich sagen, erkennt man doch ganz klar, was wir hier vor uns haben. Nämlich eine schöne Minifig. Wir haben einfach zu wenig Schnur hier für hier oben den Nupsel zu machen, den Stud. Deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen. Beziehungsweise ich habe das entschieden. Und ja, soweit sieht es dann erstmal aus. Und der nächste Schritt ist dann halt, dass wir eben, oder dass ich dann bei mir daheim, ich werde das Ganze dann nochmal auseinandernehmen. Dann wird das foliert mit schwarzer Folie und mit Sekundenkleber die Sticks fixiert und wir machen hinten noch auf die Achsen Stopper drauf. Das Ganze passiert bei mir daheim. Deswegen hier auf jeden Fall erstmal Dankeschön an dich, Willi, Kein Problem. für das passende Werkzeug und die Hilfe. Mit doppeltem Hirnschmalz geht es einfach besser. Und ja, ich würde sagen, ich fahre dann jetzt nach Hause und guck mal, wie das zu Hause dann weitergeht. Und ja, für euch macht es dann Schücks und ist es ist wieder weg. Magst du noch Tschüss sagen, Willi? Tja, tschüss, Karl. Ja, und da sind wir jetzt auch bei mir daheim in meinem Cave. Aber leider habe ich vergessen, die Kamera zu laden. Deswegen ist die leer gewesen, als ich jetzt meinen Umbau gemacht habe. Das heißt, ihr seht jetzt das Fertige. Und das Fertige sieht dann so aus. Hier haben wir jetzt meine schöne Lampe. Wie ihr sehen könnt, die leuchtet sehr toll. Und ich werde da auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was dran machen müssen. Denn wie ihr seht, hinten ist pures Chaos. Aber ich habe es soweit geschafft, dass sie leuchtet und ich kann sie jetzt hinhängen und ein bisschen genießen. Was für Materialien ich benutzt habe, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Und wenn es euch dann gefällt und ihr nachbauen wollt, dann ja, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Danke, Willi, für die Hilfe und ich wünsche euch noch viel Spaß.